Haben wir jetzt nicht gefunden. Okay, gut. Jetzt können wir zu dem Turm hinter uns? Nee, der ist wirklich zu weit oben. Der ist zu weit oben. Ja, rein theoretisch ist jetzt da vorne unser Gemachweg. Wir haben übrigens neu geladen, dann könnten wir ja... Tschüss. Mehr habe ich keine Lust. Mehr brauchen wir auch nicht. Okay. Ich habe keine Ahnung, warum du noch lebst oder wo du herkommst, aber guten Tag. Aha. So wird ein Haupt draus. Ah, schon wieder weiße Peniswürmer. Mit Schildkröten. Komm, wir werden wenigstens sterben. Ich habe sie alle aufgeschreckt. Irgendwann wird uns das nochmal ganz doll wehtun. Bist du? Hey, hey, hey! Ich hab fast gedacht, dass du angreifst. Hey, ich war das nicht! Ich hab gleich alle aufgeschreckt, die Viecher, ne? Gleich alle nervös. Außer der da. Der ist gechillt. Das ist ein Chili-Wurm. Aber was die jetzt hier sollen oder bringen oder machen oder... Ich habe keine Ahnung. Okay. Da ist eine Gnade. Wo gucke ich rauf? Okay. Wir könnten da rein theoretisch runtergehen, weil im Endeffekt ist das hier die Ecke. Und das werden wir jetzt auch machen. Deswegen gehen wir da jetzt einfach runter. Tut vielleicht weh. Hm, nö, bin ein harter Hund. Und da wir hier gleich eine Gnade haben, ist es natürlich sehr vorteilhaft. Setzen wir uns erstmal. So, okay, ich sehe eine Hilfestatue. Das war, glaube ich, die Hilfestatue. Ich bin mir nicht sicher. Ich sehe Felsen. Okay. Ein Durchgang. Im Endeffekt, ne? War noch nicht in der Ecke gewesen, weil wir erstmal die andere Ecke gemacht haben. Aber ich werde jetzt da einfach reingehen. Ich werde da jetzt einfach hingehen. Ist mir jetzt egal. Guten Tag. Ich bin der Neue hier. Oh, da hängen schon ein paar Leute rum. Okay. Scheint eine Hausparty zu sein. Hier hängen Leute rum. Festung des Tadels. Oh, wenn etwas gut klingt, dann ist es die... Oh, Regen. Komm her. Ich weiß nicht, ob ich von High Ground angegriffen werde. Ach, ist mir egal. Okay, dass du Feuer spuckst und dabei zurückgehst, war fies. Okay, das war... ja, ich wollte ein paar coole Angriffe machen. Hatten wir nicht auch mal so ein Schwert gehabt, was er hatte? Ich kann mich daran erinnern, dass wir sowas auch hatten. In unserer damaligen Zeit. Aber das war jetzt einfach... Es war auch sehr unglücklich, dass er beim Feuerspucken 1 Zentimeter zurückgegangen ist und dass damit unser Schwert einfach nicht mehr die Länge hatte. Naja, was soll's, aus Fehlern lernt man. Ansonsten tut er da nicht weh. Was ist das für ein Turm? Auf jeden Fall scheint jetzt die Sonne, ne? Deswegen habe ich das Ganze ja gemacht, damit die Sonne scheint. Okay, du tust weh. Ich wollte eigentlich erstmal mein Zeug haben, das hat mich jetzt wieder so ein bisschen rausgehauen. Ja, natürlich.
Dock jetzt mehr hier, weißt du? Er und sein Kackfeuer! Sag mal. Okay, der ist irgendwie sehr... Sein Feuer nervt. Ich habe keine Ahnung. Ach, weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht, warum ich daran... Ich war jetzt so von meinen scheiß eigenen Runen abgelenkt. Und ach, Ausreden über Ausreden. Und ach, ihr kennt es doch. Den jucken meine Mückenstiche und ach ja, Ausreden. So, jetzt können wir ihn richtig angehen. Jetzt sind meine Runen draußen. Jetzt können wir so gesehen von neuen und so. Gott, so toll ist der gar nicht eigentlich. Dass ich an den kleinen Dödel da sterbe, ist ein bisschen peinlich, aber gut. Viel zu passiv. Gesegneter Knochensplitter. Was mache ich denn damit? Dreimal, hä? Und dann in der Farbe. Was ist ein gesegneter... Okay, ich muss ganz kurz gucken. Herstellungsdinger, okay. Okay, Herstellungsdinger, vollkommen irrelevant für uns. Vollkommen irrelevant tatsächlich für uns. Okay, mein Mückenstich nervt mich jetzt wirklich sehr. Derzeit sehe ich noch keine weiteren Gegner. Nur so ein paar Leute, die hier abhängen. Gesegneter Knochensplitter. Oh ja. Hätte sein können, dass es irgendwas Gutes ist, was man braucht oder so. Geht die oh Mann. Geht die jetzt irgendwo eine Leiter hoch? Nee, ne? Eigentlich hängen hier nur so ein paar Leute ab und wir gehen unten lang. Okay. Guten Tag. Okay, hier ist einfach gar nichts. Cool, danke. Hey! Mensch, ihr hier! Mensch, ihr seht aber auch nicht glücklich aus. Hör auf. Lass das einfach, okay? Einfach lassen. Danke. Festliches Fett. Was zum Teufel ist festliches Fett? Aha. Aha, aha. Hätte ich eventuell übersehen. Gebe ich ganz ehrlich zu, hätte ich bestimmt übersehen. Flammendrachen-Talisman 3. Oh, mehr Flammenverteidigung. Kann man bestimmt mal gut gebrauchen. Anstatt diesen EXP-Talisman dann so einen Flammen-Talisman rein, dass wir weniger Flammenschaden bekommen. Oder Feuerschaden dann in dem Moment. Ist bestimmt nicht schlecht. Okay, wir gehen aber erstmal nach unten, wa? So rolle ich mich, das geht schneller. Mach mal ein Lichtchen an, das ist irgendwie so ein Dark Room. Guten Tag. Kann ich euch helfen da oben? Oh, gleich drei. Was ist das? Was habe ich gerade gesagt? Ihr sollt das lassen? Mensch. Manchmal müsst ihr auf mich hören. Ich bin gewöhnlichen Soldaten. Geistergrabstein. Bestimmt auch nur wieder ein Herstellungsmaterial-Ding. Wisst ihr, was cool wäre eigentlich wirklich, was ich wirklich irgendwie auch wieder feiern würde? So eine Truhe, wo wir reingesaugt werden. Es war einfach die schockierendste Erfahrung in dem Spiel hier, tatsächlich. Weil das halt, weil du halt einfach plötzlich als Level 20er in ein Level 50er Gebiet rumhüpfst, so gesehen. Und das war einfach. Und du kommst nicht raus und nichts. Und das war einfach. Es war eigentlich. Irgendwie war es cool. Ich gebe es ja zu, es war auch irgendwie cool. Es war eine verdammt geile Idee.
soll das denn hier? Diesmal kämpfst du mit deinen Freunden und nicht so. Ich wollte gerade sagen, was ist das? Hör auf mit Feuer. Geh raus aus dem Feuer. Ich habe nur noch einen Schatten gesehen. schön. Oh, eine Gnade? Hier, warum? Oh. Warum? In dem Ding? Okay, ich bin tatsächlich ein bisschen schockiert darüber. Ich mach sie mal nur an. Resetten brauche ich das jetzt nicht. Ist das eine... Ist das ein Fahrstuhl? Nö, irgendwie nicht. Ich weiß noch nicht, was da ein Fahrstuhl soll, aber okay. Huch, wo bist du denn? Hä, was soll das denn für eine Aktion? Habe ich jetzt irgendwie aus den Augen verloren. Na gut, die Dinger sind für irgendwelche Herstellungsrezepte gut, aber ich stelle hier ja auch tatsächlich gar nichts her in dem Spiel. Also das Feature lassen wir komplett aus, dieses Herstellen. Das Feature lassen wir wirklich ganz aus, weil brauche ich nicht. Klar, Pfeile und sowas, ja, aber guten Tag, der... Oh, ist das so ein Kackretter oder was? Sag mal, bist du ein Kackretter oder bist du ein guter Ritter? Aber wie ging das? So. Hey, Kackretter. Oh, ich erinnere mich an die. Es wäre nur schön, wenn er aus der Tür rauskommen würde, tatsächlich. Ich war greedy. Aber er lässt sich vergiften. Ich erinnere mich an diese Dinger. Wir hatten, glaube ich, schon... Aber ja, gut. Das war ein bisschen greedy. Aber ja, er lässt sich vergiften. Kriegt nicht unendlich viel Giftschaden, aber wir kriegen ein bisschen Giftschaden hin. Können wir eine Asche rufen? Ihr wisst, dass ich sehr Freund von sowas bin. Du da oben bleibst jetzt da, ne? Du willst jetzt nicht irgendwie noch loskacken oder so, ne? Ne? So, ich bin aber ehrlich, ich ergreife die Initiative. Ich bin irgendwie vergiftet. Bitch ist höher gesprungen als ich. Das war mehr Glück als andere. Keine Ahnung, ich habe ein bisschen Orientierung verloren. Erledigt. Dankeschön. Kriegsasche, Aspekt des Schmelztiegelritters. Ja, stimmt, so hießen die, glaube ich, ne? Oh, die waren damals so böse gewesen. Ich meine, jetzt haben wir ihn mit Gift und so. Gift ist halt eigentlich immer gut, weil es immer Tick-Damage gibt. Es gibt halt immer Tick-Damage. Du musst immer den... Wenn er sich vergiften lässt, lass ihn immer vergiftet. Das hilft ungemein. Das kann ich bestimmt schon Level abgehen, ne? War?
Denken wir, es war halt ein großer Gegner. Na gut, es war kein großer Gegner, aber es war ein Gegner. Aber es hilft halt ungemein, wenn... Naja, sowas halt, ne? So, da er ja jetzt tot sein wird. Jetzt rennen wir in den, das wäre einfach so super gewesen. Nein, Gift ist halt echt immer hilfreich. Deswegen habe ich auch diese Giftklauen dabei. Weil die halt einfach so gut helfen. Haben wir nicht sogar einen schmelzigen Ritter mal in den Tod fallen lassen, weil er so rumhüpfte und tanzte? Ich meine schon. Irgendwo hatten wir das, glaube ich, mal gemacht. Ach, die waren alle immer so böse gewesen. Oder in diesen komischen Portalen, die es ja hier scheinbar, glaube ich, nicht gibt. Wo du dann in die Boss-Arena teleportiert wirst, so gesehen, und dann gegen sowas kämpfen darfst. Ah, das war... Ach, Elden Ring-Zeiten. Ach, das war nicht so schön. Gebe ich zu, es war alles sehr schön. Hat sehr viel Elden Ring, ne? Handbuch des Militärpriesters. Na, das ist... Herz allerliebst. Da geht noch eine Leiter runter. Die Leiter kennen wir noch gar nicht. Wie komme ich da hin? Da war der. Da, das ist da. Da kommen wir vielleicht durch. Und dann können wir da hin. Und dann. Ja, okay. Wir gehen erstmal hier runter. Da hinten ist eine Kiste. Wie kommen wir denn da hin? Wie kommen wir denn da hinten hin? Da ist eine Leiter. Okay. Da ist auch eine Leiter. Okay, sind überall Leitern. Von wo kam ich denn jetzt? Ich kam von der Leiter, ne? Ja. Ja, ich kann nur von der Leiter gekommen sein. Ich kann nur von der Leiter gekommen sein. Okay. Entschuldigung, in deine Richtung. Er hittet. Jetzt habe ich gedacht, wir können hier vielleicht hoch, aber... Das ist tatsächlich gar nicht der Fall. Okay. Da ist die Leiter, da ist der. Sagen Sie mir, können Sie mir sagen, wie Sie da hingekommen sind? Warte mal, vielleicht, wenn wir ihn anschießen, dass der vielleicht eine Laune bekommt und läuft? Nein, er fällt. Mensch, ist der böse da unten. Mensch, war der böse jetzt. Okay, ich dachte, der zeigt mir zufällig seinen Laufweg, aber nein, der ist ja leider runtergesprungen. Hm. Manchmal müssen es die Gegner zeigen. Ja, jetzt hier runterfallen, ne? Dann bin ich auch einfach nur in den Tod gefallen, ne? Ja, definitiv. Huch! Upsi. Ups. Aus Versehen einen neuen Weg gefunden. Iris der Finsternis. Das ist aber ein Talisman, oder? So, jetzt aber mal gucken. Nee, das ist tatsächlich kein Talisman. Hier ist der Finsternis, dann ist das... Auch nicht. So viele Waffen und wir nutzen immer nur unsere Waffe. Aber was willst du anderes machen? Okay, dann weiß ich leider nicht, was die Iris der Finsternis ist. Da oben gibt es was Goldenes. Marikas Rune.
Okay. Jetzt muss ich jetzt... Da ist Iris. Auf das Auge eines anderen legen, um Licht in all seine Formen abzuhalten. Benutzen, um 80.000 Runen zu erhalten. Naja, gut, okay. Aber auf das Auge eines anderen legen, um Licht in all seiner Form abzuhalten. Okay. Was auch immer das bedeutet. Ich würde sagen, wir werden es herausfinden, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir sowas herausfinden. Ich bin tatsächlich nicht so gut im Herausfinden. Messmeersoldaten. Naja, neue Asche brauchen wir eh nicht.